Konzepte erforscht und sich mit E-Learning, Human Factors, Mensch-Maschinen-Interaktion sowie Ergonomie beschäftigt. Professor Korb hat ein Lernsystem entwickelt, das Chirurgen vom Medizinstudium über die Facharztausbildung bis in den Klinikalltag begleitet. Nach Abschluss dieses Projekts konzentrierte sich Professor Werner Korb auf den Transfer der erarbeiteten Forschungsergebnisse in die Praxis. Dazu gründete er die Vocationeers GmbH. In seiner Keynote wird er darüber referieren, wie Menschen und Technik im OP der Zukunft sicher interagieren und zusammenarbeiten können. Herzlich willkommen, Herr Professor Korb. Ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Danke auch für das tolle Thema. Also ich bin begeistert. Ich bin ja dann aufgesprungen, als das Thema schon festgelegt war. Und das ist genau das Thema, das mich seit 20 Jahren beschäftigt. Operationen der Zukunft. Das ist ja immer so ein gutes Thema, weil irgendwann ist die Zukunft dann Gegenwart. Und man merkt, es ist immer noch nicht alles geschafft und es ist immer noch ein Thema für die Zukunft. Wie können wir Operationen noch nachhaltiger, noch sicherer, noch besser für den Patienten machen? Und das ist Thema heute. Das Thema war vor 20 Jahren schon heiß und ich glaube, es wird eine Weile auch noch heiß bleiben und spannend bleiben. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh und freue mich, wie viele jetzt heute auch eingeschaltet sind, gerade auch von der Jugend oder vom Jungen Forum, um sich mit dem Thema auch in Zukunft noch zu beschäftigen. Und ich habe immer so ein Thema besonders spannend gefunden. Ich zeige dann gleich so ein paar Ausschnitte aus meinem Leben sozusagen. Inzwischen forsche ich ja doch schon 20 Jahre an diesem Thema. Zeige dann gleich ein paar Bilder und ein paar Filmchen. Aber mich hat immer dieses Thema, wie Mensch und Technik zusammenspielen können, interessiert. Das hat recht früh begonnen, als ich das erste Mal gesehen habe, wie ein Roboter in einer klinischen Studie im Einsatz war. Eigentlich dann mein oder unser Roboter, den wir entwickelt haben, habe ich gemerkt, naja, das ist ja doch eine ziemlich starke oder hohe oder man könnte schon fast sagen wilde Technologie, die da eingesetzt wird im Operationssaal. Es sind viele Nicht-Ingenieure, die da im Einsatz sind, Ärzte die oder auch OTAs, Personal, das nicht unbedingt jetzt technisch ein langes Studium gemacht hat. Und wie können die überhaupt sicher zusammenarbeiten? Und das geht, natürlich geht das. Und wir beschäftigen uns damit auch sehr intensiv, auch alle Roboterhersteller beschäftigen sich sehr intensiv. Und ich habe dann einfach spannend gefunden, wie man das auch systematisch erforschen kann. Da möchte ich so ein paar Ausschnitte jetzt heute geben, wie man das systematisch analysieren und erforschen kann. Und möchte einfach mal beginnen, wie das bei mir im OP begonnen hat. Als ich das erste Mal im OP war, war es noch sehr unspektakulär, also schon irgendwie doch spektakulär, aber nicht sehr high-tech. Hier ist so ein Skalensystem aus der stereotaktischen Chirurgie ist da eingesetzt worden, das noch sehr an den Mechaniker oder an den Handwerker, Chirurgen erinnert. Das heißt nicht, dass da nicht Hochtechnologie im Einsatz war. Die Planung war sehr, sehr spezifisch, also mit CT, MRT, PET, alles wurde da in der Planung eingesetzt, aber die Umsetzung war noch sehr mechanisch. Ein Schritt für Schritt, das war so um die Jahrtausendwende, wurden auch Roboter in den Operationssaal eingeführt, Navigation in den Operationssaal eingeführt und so nach und nach hat es immer mehr ausgesehen, wie hier, wie im chirurgischen Cockpit. Und heute sieht es ja eigentlich in jedem Operationssaal mehr oder weniger so aus. Und die Frage ist, wie können hier Mensch und Technik gut zusammenarbeiten? Wie kann man so ein System überhaupt erlernen? Und eigentlich, ja, wie gesagt, erinnert das so ein bisschen an die Luftfahrt, wo ja auch die Ausbildung sehr spezifisch ist und die Human Factors eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und deswegen haben wir uns dann im Laufe der Zeit genau mit dieser Frage Human Factors, Simulation, Ergonomie im Operationssaal beschäftigt. Warum haben wir das gemacht? Weil die Zahlen sind genauso wie eigentlich in der Luftfahrt ernüchternd. Ein Großzahl der Fehler, die im Operationssaal und auch in der Medizintechnik passieren, sind menschliche Fehler. Diese Zahlen sind recht alt, aber sie sind immer noch aktuell, weil sie sich nicht wirklich verändern. Vielleicht gehen die Zahlen so ein bisschen hinunter, aber von der Aufteilung der Fehler sind doch zwei Drittel sind menschliche Fehler, weil irgendwer was vergessen hat, weil die Teaminteraktion nicht geklappt hat, weil entweder Mensch und Technik nicht gut zusammengekommen sind oder weil Mensch und Mensch nicht gut zusammengekommen sind, es Kommunikationsfehler gab, also irgendwelche menschlichen Fehler. Und so ist die Frage, wie kann man da was tun? Und das hat mich eben inspiriert, als wir diesen Roboter in einer klinischen Studie eingesetzt haben. Das sind sehr alte Bilder, so aus dem Jahr 2001, 2002, als wir eine klinische Studie durchgeführt haben. Das erste Mal mit einem Roboter, der hier erstmal noch gezeichnet hat, dann hat er gefräst, der direkt am Knochen, an der Hirnhaut operiert hat,
Also ich glaube, es war einer der ersten Roboter, der direkt gefräst hat an der Schwelle zwischen Knochen und Gehirn. Und wir haben das damals auch veröffentlicht. Und das hat mich dann inspiriert, mich mit Human Factors zu beschäftigen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann noch mehrere Roboterprojekte gemacht. Hier ein Projekt, das ich mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum oder das wir zusammen mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen gemacht haben. Und hier hat mich dann, natürlich war der Roboter auch beeindruckend und natürlich hat mich der Roboter interessiert, aber viel, viel mehr hat mich dann noch hier die Simulation und die Validierung interessiert. Wir haben hier einen Simulator entwickelt mit physiologischen Modellen. Wir haben hier die Blutgefäße nachgebaut und versucht hier, auch die Perfusion korrekt darzustellen, weil dieser Roboter sollte mit Ultraschallführung dieser Perfusion folgen und deswegen haben wir hier eine Simulation erstellt, um eben möglichst realitätsgenau und realistisch die Validierung und auch die klinische Prüfung vor dem Patienten durchzuführen. Und dann hat mich auch interessiert, psychologische Effekte, was ist, wenn ein Roboter, wenn ein Chirurg neue Technologien einsetzt, hier ein neues navigationsgesteuertes System, was passiert dann eigentlich mit dem Chirurgen, auch psychologisch, ingenieurpsychologisch und auch da wieder, da haben wir zusammen mit der TU in Berlin zusammengearbeitet und da wieder auch die Frage, wie kann man möglichst realistisch Patienten simulieren, dass sie dann eben auch, dass man auch Fehler simulieren kann, dass man auch Eingriffe in die Risikostrukturen simulieren kann. Und hier haben wir ja erstmals einen Simulator entwickelt, der auch die Risikostrukturen realitätsgenau, also Nerven und Blutgefäße, nachgebildet hat. Später wurde es dann noch genauer, später habe ich dann eben auch diese Professur bezogen sozusagen an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig und dann haben wir uns wirklich mit einem ganzen Labor, hier sieht man ein Trainings-OP im Hintergrund, ein ganzes Labor mit Werkstätten und Trainings-OP und bis zu 20 Mitarbeiter dann teilweise nur mit diesem Thema beschäftigt und konnten dann so einige Sachen herausfinden, die uns dann, glaube ich, insgesamt in diesem Feld Operationssaal der Zukunft weitergebracht haben. Genau, also hier sieht man einen Einblick ins Labor. Wir haben dann zusammen mit Anatomen und Präparatoren geforscht, haben jetzt einen Simulator entwickelt und haben dann auch erste Trainingskurse mit diesem Simulator auch durchgeführt und dann auch eine Ausgründung gemacht, um dieses System auch weltweit in die Operationssäle zu bringen. Jetzt ist natürlich das Thema Digitalisierung immer aktueller geworden und auch das Thema Digitalisierung im Training in der Chirurgie, da werde ich dann auch gleich nochmal drauf eingehen. Und das ist das, was uns im aktuellen Startup in Salzburg sehr, sehr beschäftigt. Seit 2 Jahren haben wir hier ein Forschungsprojekt mit mehreren Mitarbeitern und forschen hier, wie man Digitalisierung im Training in der Chirurgie in einem handwerklichen Fach einsetzen kann. So, zurück zum Thema Operationssaal der Zukunft. Ich wollte mal ganz kurz einen Einblick in mein Leben geben, warum ich zu diesem Thema gekommen bin. Wenn ich zu lange werde, dann bitte mir ein Zeichen geben. Ein bisschen will ich schon noch einsteigen in dieses Thema. Heute werden noch einige Vorträge sein, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, die sich auch mit Operationsauslastung und Operationsdauer beschäftigen, Arbeitsplatzgestaltung, Nachhaltigkeit im Operationssaal. Ich möchte gerne auf die sichere Nutzung, auf die verbesserte Mensch-Technik-Interaktion und auf das Training und Weiterbildung eingehen, weil das so meine Themen waren, mit denen ich mich die letzten 10 Jahre mit meinen Forschergruppen beschäftigt habe. Da nimmt man natürlich immer gerne die Luftfahrt her. Es ist ein platter Vergleich oder ein platter Vergleich würde ich nicht sagen, aber ein schon oft genutzter Vergleich. Ich finde ihn aber sehr, sehr gut, diesen Vergleich, weil wenn man in den Operationssaal schaut, sieht man, dass es immer mehr auch so aussieht wie in einem Cockpit und manche sagen ja sogar schon Surgical Cockpit dazu. Ein Problem hatten wir aber oder haben wir eigentlich immer noch, wir haben nicht den Flugsimulator. Also wir haben so ein paar Ansätze, wie man simulieren kann im Operationssaal. Es gibt dann diese virtuellen Simulatoren, aber das Problem ist natürlich, man kann dann nicht beliebige Instrumentarien einsetzen, weil wir haben ja ein handwerkliches Fach in der Chirurgie. Und jetzt sind hier natürlich Instrumente nachgebildet, aber wenn wir jetzt einen Roboter plötzlich einsetzen würden mit dieser digitalen Simulation oder dieser VR-Simulation, dann hätten wir ein Problem. Deswegen sind immer noch Tiere im Einsatz, deswegen sind immer noch Präparate im Einsatz. Und wir haben dann eben angefangen und haben einen Simulator entwickelt aus Kunststoffen,
der aber auch möglichst realistisch ist, haben den auch blutend gemacht, mit Sensoren eingebaut und haben echte Patientencases nachgebildet. Und ich glaube, das ist eines der Kernelemente, dass wir patientenbasierte Simulation brauchen. Wir können natürlich den Patienten anonymisieren, wir können die Daten anonymisieren, wir brauchen aber echte Fälle. Und wir brauchen nicht nur Fälle in VR, sondern wir brauchen auch Fälle in Fleisch und Blut. Und dieses Fleisch und Blut kann auch aus Kunststoff sein, das haben wir hier gezeigt, aber wir brauchen Fleisch und Blut in dem Sinne, dass wir eben den Patienten auf dem Tisch liegen brauchen und dann eben auch eine Simulation durchführen können. Nur so können wir realistisch in Zukunft trainieren, so können wir auch in Zukunft realistisch Mensch-Technik-Interaktionsforschung betreiben. Ein ganz wichtiges Element sind natürlich dabei Sensoren. Wir haben hier in dem Fall ging es jetzt um eine Wirbelsäulensimulation. Wir haben hier Sensoren eingebaut in die Rückenmarksnerven, auch in die Nervenwurzeln, also in die abgehenden Nerven, die unteren Extremitäten versorgen, und haben hier Messungen durchgeführt, wie die Instrumente wirken während einer Operation, und haben hier sehr, sehr interessante Daten analysiert, wie der Unterschied ist zwischen Experten und Novizen. Wir haben also zeigen können, dass wenn ein Chirurg sich lange mit einer Operation beschäftigt und ein Experte wird, dass er anders operiert und anders mit Nervenstrukturen umgeht als ein Novize. Nicht unbedingt mit weniger Druck, aber viel, viel kürzer und viel, viel gezielter übt der Druck. Also wir haben sehr interessante Daten hier messen können, und das ging eben nur mit unseren Simulatoren aus Kunststoff. Das würde mit VR-Simulatoren so in dieser Form nicht gehen, weil man dann nicht mit beliebigen Instrumenten arbeiten kann, sondern eben immer nur mit den programmierten Instrumenten. Wir haben uns dann auch sehr intensiv mit der Pädagogik beschäftigt, haben hier versucht, auch Systematik einzuführen. Wir haben dann die sogenannte angewandte kognitive Task-Analyse eingeführt in die Medizin bzw. in den Bereich des chirurgischen Operierens. Diese Methode gibt es in anderen Bereichen, zum Beispiel im Militär gab es diese, oder in Notfalltrainings wurde diese Methode eingesetzt. Wir haben dazu Tiefeninterviews durchgeführt, also haben zunächst normale Workflow- oder Taskdiagramme erstellt, und dann haben wir Tiefeninterviews durchgeführt in dem Knowledge Audit. Wir haben hier mehrstündige Interviews geführt und haben dann nicht die quantitativ ausgewertet, also statistisch, sondern wir haben die Daten qualitativ ausgewertet. Wir haben also komplett die Interviews transkribiert und haben den Text analysiert und sind hier auf sehr, sehr interessante Ergebnisse gekommen, haben dann auch noch diesen Text in Simulationsinterviews gespiegelt und haben dann eben eine Codierung durchgeführt und haben dann aus Tables, also aus Tabellen, haben wir dann eben Daten analysiert, die man so nicht analysieren hätte können, wenn man einfach nur klassische Fragebogen oder klassische quantitative Analyse durchgeführt hätte. Diese Methode ist in anderen Bereichen, in der Sozialforschung, in der psychologischen Forschung schon sehr bekannt. In der Chirurgie haben wir begonnen, damit Forschung zu betreiben. Ein Beispiel: aus einer Studie mit 6 Experten und 2 Novizen haben wir 7 Stunden Audiomaterial aufgenommen, haben daraus 300 Segmente kodiert und 44 Kategorien abgeleitet und so eine Struktur in die Frage hineingebracht, wie Experten und Novizen in einem bestimmten Bereich der Technologie in der Therapie ihr Wissen entwickeln können. Genau, und das hilft natürlich auch sehr stark in der Validierung. Hier sieht man jetzt einen Ausschnitt wieder aus unserem Simulationssystem, das wir entwickelt haben. Wir haben hier 20 verschiedene Materialien getestet, und die Frage ist jetzt, welches Material ist besser? Und das kann man natürlich nicht einfach nur quantitativ analysieren, sondern hier ist es gut, wenn man qualitative Studien durchführt. Wir haben dann erste Kurse durchgeführt in unserem Trainingsoperationssaal. Wir haben dann erste Kurse auch weltweit durchgeführt, haben dann ein Startup gegründet und haben dann viele, viele Kurse mit diesem Simulationssystem durchgeführt. Und dann war immer die Frage, so, jetzt haben wir einen tollen Kurs, wir lernen was vor Ort, aber was bleibt nachhaltig? Was können wir wirklich messen? Da war wieder die Frage natürlich nach dem Messen. Wir haben dann ein paar Sensoren eingeführt, aber die Frage ist, wie können wir Daten aufzeichnen und wie können wir auch das, was wir im Kurs gelernt haben, in die Realität des Trainings im Operationssaal, in die echte Operation mitnehmen. Und dann sind wir eben zu einer digitalen Plattform gekommen. Das war eine längere Entwicklung, und wir haben dann versucht, digitales Training, E-Learning
für Chirurgie zu entwickeln. Und das ist natürlich nicht so eine ganz einfache Aufgabe, weil digitales Training, E-Learning normalerweise für theoretische Fragen sehr, sehr gut in Frage kommt. Man kann damit kognitives Wissen lernen, man kann damit Theorie lernen, aber wie kann man mit digitalem Training praktisches Wissen lernen? Das ist die Frage. Wir haben uns der gestellt, haben inzwischen eine erste Plattform als Beta-Version. Wir haben erste Test-User, auch sehr, sehr erfahrene Chirurgen, weil wir uns gefragt haben, wie kann man hier ein neues Paradigma einführen. Und unser Fokus ist auf den Experten. Also wir wollen, dass die Experten guten Content in das System einspielen können. Wir haben gemerkt, dass E-Learning-Systeme sehr, sehr oft auf den Lernenden ausgerichtet waren. Und das war aus unserer Sicht das Problem in der Chirurgie, warum sich diese Systeme nicht durchgesetzt haben. Wir glauben, dass sich die Systeme mehr durchsetzen werden, wenn guter Content eingefügt wird. Und wir wissen natürlich, dass Chirurgen sehr, sehr wenig Zeit haben. Die haben den ganzen Tag damit zu tun, Patienten zu operieren, ist klar. Die haben den ganzen Tag damit zu tun, in der Klinik die Qualitätssicherung voranzubringen, Patienten auch auf der Station zu betreuen. Also der Workload in der Klinik ist sehr, sehr hoch. Und die Frage ist, wie kann man hier auch noch Training einfügen? Und jetzt haben wir ein sehr, sehr einfaches, sehr, sehr einfach bedienbares System entwickelt, das dem Chirurgen hilft, Training in hybrider Form durchzuführen. Vielleicht auch, so wie jetzt, eine Präsenzveranstaltung zu kompensieren mit einem digitalen System. Und wir haben auch für Hersteller die Möglichkeit, dass sie so ihre Produkte präsentieren können in diesem System. Wir haben, wie gesagt, was Neues gemacht. Wir haben gesagt, wir nehmen nicht die klassischen E-Learning-Konzepte, sondern wir nehmen eigentlich die analoge Welt her, wie sie heute schon ist, das See-One, Do-One, Teach-One-Prinzip und dieses Apprenticeship-Konzept, dass der Meister dem Schüler lehrt und wir versuchen, dies digital zu mappen oder zu übernehmen. Wir haben also, jeder Experte kann sich anmelden in dem System und jeder Experte kann seine Fälle, seine echten Fälle anonymisiert in das System reinspielen und genau so, wie er sie operiert hat. Und trotzdem haben wir dahinter ein System, eine Ontologie entwickelt, sodass diese Fälle trotzdem miteinander vergleichbar und analysierbar bleiben. Weil bisher ist es natürlich so, wenn ein Chirurg seinen Fall auf YouTube oder auf LinkedIn oder sonst auf eine Plattform hochspielt und ein anderer stellt daneben einen anderen Fall, dann sind diese miteinander nicht vergleichbar. Und wir wollten eigentlich, dass jedes Case-Video miteinander vergleichbar und analysierbar ist. Und deswegen haben wir ein neues System, eine neue Ontologie entwickelt. Wir haben ein System, das auf Workflow-Familien aufbaut. Das heißt, jeder Case wird in eine Workflow-Familie eingefügt. Trotzdem lässt sich jeder Case individualisieren. Die Workflow-Schritte lassen sich anpassen. Also jeder Experte kann seine Schritte so einfügen und anpassen, wie er operiert hat, also seine Schule hier reinfügen. Und gleichzeitig ist alles eben in einer Ontologie dahinter hinterlegt. Er kann eben seine Instrumente hochladen, er kann zeigen, wie die Instrumente genutzt werden, kann hier ein Case-Video hochladen. Und trotzdem ist es so hinterlegt, dass es Systeme vergleichbar bleiben. Wir wissen, dass natürlich die Experten sehr, sehr wenig Zeit haben. Deswegen haben wir die sogenannten Content-Administratoren eingeführt und sind dabei mit der Industrie und zusammen mit Kursleitern und Kursverantwortlichen, diesen Content erst einmal zu modellieren. Wenn der dann modelliert ist, dann lassen wir den Experten sein System oder seinen Case genauso anpassen, wie er es operiert hat. Und wenn der Experte zufrieden ist mit seinem Lehrmaterial, dann ist normalerweise eben auch der Trainer zufrieden, weil der kann dann von verschiedenen Experten und von verschiedenen Schulen auch lernen. Ich möchte das jetzt einmal versuchen zu zeigen, wie das in live aussieht, weil dann kann man sich das viel, viel besser vorstellen. Man geht hier ins Web auf beta.mysebastian.at. Ich hoffe, man sieht das immer noch. Hat dann hier seinen Dashboard und hat hier erst einmal sein Netzwerk. Also man sieht dann, wer alle hier mit einem vernetzt ist. Kann dann zum Beispiel alle Wirbelsäulenchirurgen auswählen und kann allen Wirbelsäulenchirurgen seine Workflows teilen. Das ist jetzt noch nicht fertig entwickelt. Im Moment sieht man einfach nur seine Community, aber das wird dann der nächste Schritt sein. Was schon geht, ist, dass man seine Workflows hier hereinlädt. Ich habe jetzt hier ein Beispiel von diesem Simulator, den wir damals in der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig entwickelt haben. Habe jetzt hier eine bestimmte Operation
und kann diese Operation hier laden. Ich sehe hier alle OP-Schritte. Ich kann hier auch in einen OP-Schritt hineinklicken, kann mir genau diesen OP-Schritt anschauen, kann mir anschauen, wie dieser OP-Schritt operiert wird, mit welchem Instrument, wie dieses Instrument eingesetzt wird, kann mir das entsprechende Video dazu anschauen und kann dann eben auch in einen anderen Schritt reinspringen, der mich gerade interessiert. Wenn ich jetzt die ganze OP lernen will, dann gehe ich einfach ganz nach oben und kann mir alle OP-Schritte da rein noch anschauen, wie ich das auch auf YouTube könnte. Wenn ich jetzt sage, ich operiere aber ganz anders, dann kann ich, Entschuldigung, wenn ich sage, ich operiere aber ganz anders, ich habe einen anderen Workflow, dann gehe ich hierher, kann hier auf Edit gehen und kann sagen, okay, ich operiere aber immer die Flavektomie oder Flavotomie vor der Laminektomie. Und eigentlich ist das eine Flavektomie und nicht eine Flavotomie. So, und jetzt habe ich meinen Workflow, meine Schule hier reingeladen und verändert. Aber es ändert nichts an dem Gesamtsystem. Das heißt, der andere, der die Schule anders operiert, kann trotzdem sein System hier noch sehen oder seinen Case hier noch sehen. Und gleichzeitig sind die Flavektomie oder Flavotomie vergleichbar von verschiedenen Schulen, auch wenn der Schritt an einer ganz anderen Stelle einsortiert wird, weil wir eben dahinter eine Ontologie liegen haben, sodass sich die Workflows in einer Workflow-Familie miteinander vergleichen lassen, egal in welcher Reihenfolge man hier operiert, egal ob ich hier ein- und ausblende meine Schritte, egal was ich hier verändere. Es lässt sich trotzdem alles vergleichen, auch wenn jeder ein höchst individualisierbares System hier hat. Danke, das sieht schon mal richtig cool aus auf jeden Fall. So, ich bin auch fertig, weil wir wollen wahrscheinlich noch ein bisschen auf Fragen eingehen. So, genau. Das habe ich alles erklärt. Das geht auch auf dem Handy. Und genau, also die Zusammenfassung ist einfach die, was ich sagen wollte, ist, Training geht auch digital. Aber man muss sich natürlich was überlegen und man muss das Training auch in den Operationssaal führen. Was uns ganz wichtig ist, ist immer die Interdisziplinarität. Ich meine, das ist hier, glaube ich, da renne ich hier offene Türen ein in der DGPMT und im Jungen Forum. Wir haben hier Teilnehmer aus verschiedenen Disziplinen und wir haben uns fokussiert eben auf das Expertise-Management, also auf den Experten. Und dann lernt auch der Schüler, weil der wird ja auch irgendwann zum Experten. Genau, das war meine Botschaft von heute. Wenn wer noch Fragen hat, kann er mir eine E-Mail schicken oder mich auch gerne anrufen und wir können weiter diskutieren.